In diesem Video zeige ich euch Übungen, die man nach einem Bandscheibenvorfall anwenden kann. Hierfür sind vor allem Muskelaufbauübungen für die Rücken- und Bauchmuskulatur wichtig. Für die erste Übung stellt man sich ungefähr einen halben Meter mit den Füßen auseinander. Achtet darauf, dass der Rücken gerade bleibt und macht nun eine Kniebeuge so weit wie es geht nach unten. Haltet diese Stellung ein paar Sekunden und geht wieder hoch. Wichtig ist hierbei, dass der Rücken gerade bleibt. Wiederholt diese Übung 10-mal. Für die nächste Übung setzt ihr euch im Schneidersitz auf den Boden und legt die Hand jeweils auf das gegenüberliegende Knie. Jetzt beugt ihr euren Kopf so weit wie es geht nach unten und haltet den Rücken dabei schön gerade. Haltet diese Position 10 Sekunden. Für die nächste Übung legt ihr euch flach auf den Bauch und versucht nun eure Beine so weit wie möglich anzuheben und diese Stellung ein paar Sekunden zu halten. Wiederholt die Übung 10-mal. Für die letzte Übung kniet man sich in den Vierfüßlergang und macht nun ein Hohlkreuz und nimmt den Kopf in den Nacken. Jetzt versucht man in einer fließenden Bewegung den Kopf nach vorne zu nehmen, einen Buckel zu machen und das Kinn so weit wie möglich an die Brust zu senken. Wiederholt diese Übung auch 10-mal. Es ist sehr wichtig, dass die ganzen Übungen kontrolliert und langsam ausgeübt werden. Und wenn ihr merkt, dass euch irgendwas wehtut, dann hört lieber auf und geht zu einem Orthopäden.